Herzlich willkommen, ihr Lieben, zur Engelbotschaft für Juli und August 2020. Diese Engelbotschaften darf ich schon seit sehr vielen Jahren empfangen. Ich bekomme sie immer ein paar Monate vor dem Zeitpunkt, für den sie gelten. Und sie gelten auch weit darüber hinaus, denn sie tragen ganz viel Weisheit und Klarheit für uns Menschen in sich. Wie immer lese ich die Botschaft vor und erzähle danach noch ein kleines bisschen aus meinem Erleben zur aktuellen Zeitenergie und zur Botschaft. Ich lade euch ein, während ich die Botschaft vorlese, die Augen zu schließen und einfach intensiv hineinzuspüren. Geliebte Seelen, ihr seid nun so viele. So viele erwachte Menschen, die sich selbst und ihre Kräfte täglich stärker spüren. So viele leuchtende Seelen, die seit vielen Jahren ihre Weisheit entdecken und leben. In dieser besonderen Zeit zwischen den großen Zeitaltern auf Erden seid ihr es, die das Licht hochhalten, die dafür sorgen, dass Menschen nicht verzweifeln, sondern an das Gute glauben. Ihr seid es, die gemeinsam mit uns Engeln das Bewusstsein des Göttlichen fühlbar machen. Es sind herausfordernde Zeiten. Die Menschheit hat schon viel erlebt und überstanden. Denn das gehört zum Leben auf dieser Erde dazu. Ja, es ist der Grund, warum ihr alle hier seid. Erinnert euch, ihr wolltet genau jetzt inkarnieren, damit ihr den Wandel erleben und das neue Zeitalter mitgestalten könnt. Und ihr habt alle Werkzeuge, Gaben und Potenziale mitgebracht, die ihr dafür braucht. Spürt sie in euch und holt sie nun ans Licht, damit ihr sie für euer Wohl und zum Wohle der Welt nutzen könnt. Wir helfen euch dabei, wenn ihr es wünscht. Gemeinsam werden wir jetzt den Grundstein legen für eine Zeit des Friedens, der Liebe und der Wunde. Wahrlich, es wird eine Zeit sein, in der es selbstverständlich ist, mit dem Kosmos, uns Engeln und dem Göttlichen verbunden zu sein. Eine Zeit, in der die Erde ihre Natur und Liebe wertgeschätzt, geschützt und achtsam gepflegt wird. Eine Zeit, in der ihr euch in Respekt und Mitgefühl begegnet und euch ganz selbstverständlich unterstützt. Um diese Zeit, dieses neue Zeitalter zu erschaffen, seid ihr jetzt alle hier. Wir sind bei euch, um euch dafür Kraft, Vertrauen, Zuversicht zu schenken und euch mit allem zu unterstützen, was uns als Engeln möglich ist. Überfordert euch nicht im Tun, sondern seid achtsam mit eurer Energie, damit ihr diesen wichtigen, einzigartigen Prozess genießen könnt. Es wird eine Zeit geben, in der ihr euch an diesen Wandel erinnern werdet und voller Stolz zurückblickt. Wir sind bei euch, bei Tag und bei Nacht, voller Dankbarkeit für euren Mut und eure Liebe senden wir euch unser Licht. Eure Engel. Diese wundervolle Botschaft durfte ich im April 2020 empfangen. Und sie wird uns noch eine lange Zeit begleiten. Ihr könnt sie immer wieder anhören, wenn ihr den Mut verliert, wenn ihr euer Vertrauen, die Hoffnung und eure Energie verloren zu sein scheint. Und ich darf euch aus persönlicher Sicht sagen, jetzt werden alle Werkzeuge, alle Methoden, alle Übungen, alles gefordert, was wir jemals gelernt haben. All die Dinge, die wir gelernt haben, um uns aufzubauen, um uns aus allen möglichen Löchern, in die wir hineinfallen, wieder herauszuziehen, sind jetzt gefordert. Und es gibt so viele Möglichkeiten. Ich habe in all meinen Videos, die ich schon aufgenommen habe, und das sind weit über 400 in den letzten 10 Jahren, ganz, ganz viele Achtsamkeitsübungen, Methoden,
und Meditationen vorgestellt. Stöbert einfach mal in meinem Kanal. Ich habe zwei neue Bücher geschrieben, die ich euch in den nächsten Tagen vorstellen werde. Ein Lichtkraftbuch und ein Buch für Krisensituationen. Ich verlinke euch das gerne unten in der Videobeschreibung, genauso wie andere passende Videos und Artikel. Auch die Engelbotschaft könnt ihr wie immer in meinem Blog auf meiner Webseite nachlesen. Auch das werde ich unten in der Videobeschreibung verlinken. Und letztlich gilt es jetzt im Moment, uns zurückzuziehen, wann immer wir es brauchen, um genau das wieder ans Licht zu holen. All unser Glück, die schönen Erinnerungen, die Kraft, die Macht, alles, was wir brauchen, um jetzt dieses neue Zeitalter zu erschaffen. Und das Ganze ist auch sehr pragmatisch gemeint. Es ist nicht nur ein nettes über den Kopf streicheln, ein Zuckerguss über dem Chaos. Wir sind es, die von innen heraus im Chaos leuchten und anderen damit den Weg weisen. Und das können wir nur, wenn wir gut für uns sorgen. Ich mache diese Botschaft heute mal ganz kurz und lade euch ein, in der Stille eure wahre Kraft zu finden und in der Gemeinsamkeit eure Stärke zu leben. In Liebe und voller Freude aus Mallorca, eure Sonja Ariel von Staden. Wir sehen uns.